Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen geklärten Mord an einer Frau in den USA. Im Oktober 2016 wurde die 22-jährige Rowena Irani, eine lebhafte junge Frau mit einer vielversprechenden Zukunft, im Haus ihrer Familie in Kansas von ihrem missbrauchenden Ex-Freund Dan Owens brutal ermordet. Dieser schockierende Mord beendete ein Leben voller Ehrgeiz und ihr selbstloses Engagement für Jugendliche in Schwierigkeiten. Als Tochter und Schwester einer Einwanderin ließ Rowenas Tod auch ein schmerzhaftes Loch in ihre eng verbundene pakistanische Familie. Rowenas Geschichte beginnt in Karachi, Pakistan, wo sie am 18. Februar 1994 als Kind der Eltern Toranj und Behram Irani geboren wurde. Die vierköpfige Familie wanderte 2004, als Rowena 10 Jahre alt war, nach Wichita, Kansas ein. Ihre Eltern stellten ihr gesamtes Leben auf den Kopf, um Rowena und ihrem älteren Bruder Roshat in Amerika bessere Chancen zu bieten. Doch die ersten Jahre waren von Widrigkeiten geprägt. Doch unter dem Eindruck des 11. September, der nur 3 Jahre zuvor stattgefunden hatte, sah sich die Familie Irani nach den Terroranschlägen mit erheblichen Vorurteilen konfrontiert. Rowena und Roshat hatten es schwer, Freunde zu finden, obwohl sie sich schließlich einlebten und ihren sozialen Kreis erweiterten. Rowena trat sogar dem ROTC-Programm und dem Drill-Team ihrer Highschool bei, obwohl sie keine militärische Laufbahn anstrebte. Nach einem steinigen Start entwickelte sich Rowena zu einer ehrgeizigen, aufgeschlossenen und freundlichen jungen Frau. Im Jahr 2012 machte sie einen Abschluss an der Wichita Heights High School und schrieb sich sofort an der Wichita State University ein. Sie wohnte noch zu Hause, um ihr Psychologiestudium abzuschließen. Sie träumte davon, ihren Masterabschluss zu machen und Jugendberaterin zu werden. Ihre Mutter Toranj besagte später, sie sei unglaublich stolz darauf, wie ernst Rowena ihr Studium vom ersten Tag angenommen hatte. Abgesehen von ihren eigenen Bildungsträumen wollte Rowena auch etwas zurückgeben und anderen jungen Menschen helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Sie begann im Kinderheim von Wichita zu arbeiten, das missbrauchte, vernachlässigte und emotional aufgewühlte Jugendliche aufnimmt. Nach allem, was man hört, hat Rowena eine unglaubliche Verbindung zu den Kindern in ihrer Obhut aufgebaut. Debbie Kennedy, Geschäftsführerin des Wichita Children's Home, hielt bei Rowenas Beerdigung eine emotionale Rede über den unermesslichen Einfluss, den sie während ihrer Zeit dort hatte. Sie sagte, Rowena begrüßte die Kinder, als wären sie die wichtigsten Gäste, auf die sie wartete, und sie vermittelte ihnen sofort, dass sie in einem sicheren Hafen angekommen war. Rowena weckte die Kinder jeden Morgen sanft auf und verabschiedete sich jeden Abend von ihnen. Die Kinder freuten sich darauf, ihr nach der Schule Geschichten von ihrem Tag zu erzählen, und seien sie noch so unbedeutend. Kennedy erklärte, dass Rowena jedem Kind aufmerksam zuhörte und ihm zeigte, dass es Freundlichkeit und Mitgefühl verdiene. Sie half ihnen, sich Ziele zu setzen und konstruktive Pläne zu schmieden, um sie zu erreichen. Von Rowenas selbstloser Arbeit mit Kindern in Schwierigkeiten bis hin zu ihren hervorragenden Noten als Psychologiestudentin schien es wirklich so, als hätte sie ihre Bestimmung darin gefunden, anderen zu helfen, und war auf dem besten Weg zu einer einflussreichen Karriere als Beraterin gefährdeter Jugendlicher. Rowena Irani verkörperte das Beste des amerikanischen Traums, den ihre Eltern verfolgt hatten. Doch schon bald würden in ihrem eigenen Leben Warnzeichen auftauchen, die sie auf tragische Weise ignorieren würde. Im Mai 2016 lernte Rowena auf der Hochzeit ihres Bruders Dan Owens einen alten Freund der Familie wieder kennen. Dan stammte aus einer wohlhabenden Familie in Kansas und hatte nach der Highschool in der US Army gedient. Seine militärische Karriere endete jedoch abrupt, als er durch einen Sprengsatz ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitt. Dan wurde aus medizinischen Gründen entlassen und kehrte nach Wichita zurück. Er schrieb sich dann an der Kansas State University ein, um seinen Hochschulabschluss zu machen, während Rowena auf ihren eigenen hinarbeitete. Rowena und Dan verstanden sich auf Anhieb und es entwickelte sich schnell eine Romanze. Aber es dauerte nicht lange, bis sich beunruhigende Anzeichen für Danes besitzergreifende, kontrollierende Art und seine Wutausbrüche zeigten. Rowenas Familie und Freunden zufolge war Dan darauf fixiert, Rowena zu heiraten und so bald wie möglich eine gemeinsame Familie zu gründen. Rowena machte jedoch deutlich, dass sie sich für so eine ernste Verpflichtung nicht bereit fühlte. Sie war erst 22 und wollte sich auf ihren College-Abschluss konzentrieren. Danes Intensität und sein Eifer zu heiraten machten Rowena Angst, da sie fürchtete, die Beziehung würde zu schnell voranschreiten.
Als sie zu Beginn der Beziehung etwas Abstand bat, flehte Dan sie in einem zutiefst verstörenden, verzweifelten Brief an, ihn nicht zu verlassen. Er erklärte zwanghaft, dass er ohne sie nicht leben könne und deutete in beunruhigender Weise sogar an, dass es sich etwas antun würde, wenn sie die Beziehung beendete. Nachdem Rowena von Angesicht zu Angesicht beteuert hatte, dass sie weder für eine Ehe noch für Kinder bereit sei, machte er scheinbar einen Rückzieher. Doch nachdem er Rowena nur eine Woche lang eine Atempause gegönnt hatte, bedrängte Dane sie wieder, ständig mit Verlobungsringen, Hochzeitsplänen und zukünftigen Familienplänen. In seinem Verhalten wurde immer deutlicher, dass er Rowena eher als romantische Eroberung und Fantasie betrachtet und nicht als gleichberechtigte Partnerin mit eigenen Träumen und Zielen. Er war darauf fixiert, sie in eine häusliche Rolle zu pressen, anstatt ihre Bildungs- und Karriereambitionen zu unterstützen. Diese Dynamik verunsicherte Rowena zutiefst in Bezug auf ihre Kompatibilität. Im September 2016 machte Danes zunehmend aggressives Verhalten Rowena so viel Angst, dass sie sich gezwungen sah, ihre wachsenden Ängste vor ihm, ihrem älteren Bruder, dem Polizisten Rochard, anzuvertrauen. Sie beschrieb zahlreiche beunruhigende Vorfälle. Rowena erzählte Rochard, dass Dane oft in allen Einzelheiten mit den Menschen prahlte, die er während seines Dienstes in der Armee brutal getötet hatte und sich sogar daran weidete, während seines Einsatzes in Afghanistan Frauen und Kinder zu ermorden. Diese blutrünstigen Behauptungen beunruhigten Rowena zutiefst. Noch beunruhigender war, dass Dane ihr von seinen Plänen erzählte, eine ehemalige Freundin zu ermorden, die ihre Beziehung beendet hatte. Er gestand, dass er, nachdem seine Ex mit ihm Schluss gemacht hatte, in einen gestörten, rachsüchtigen Geisteszustand verfiel und ernsthaft in Erwägung zog, sie zu töten. Rochard stimmte der Einschätzung seiner Schwester zu, dass Dane eine legitime Bedrohung darstelle und warnte, dass Dane zu potenzieller Gefahr gegen sie fähig zu sein schien. Am 23. September trennte sich Rowena nach einem Streit über die Beendigung der Beziehung endgültig von Dane Owens und brach jeglichen Kontakt zu ihm ab. Sie sperrte seine Nummer und seine Konten in den sozialen Medien, in der Hoffnung, endlich seinem emotionalen Missbrauch und seinem beunruhigenden Verhalten zu entkommen, das sie zu übersehen versucht hatte. Doch anstatt Rowenas Zurückweisung zu akzeptieren, begann ihr verstörter Ex-Freund Rache zu üben. In seiner Wut kaufte Dane eine Handfeuerwaffe des Kalibers 45, obwohl er sich noch immer von seiner kürzlichen Schulteroperation erholte und nicht in der Lage war, die Waffe richtig zu bedienen. Am 3. Oktober, über eine Woche nach der Trennung, tauchte Dane unerwartet bei Rowena zu Hause auf, während der Rest der Familie arbeitete oder am Unterricht teilnahm. Sicherheitskameras zeigen, wie Dane vor dem Haus der Familie Irani parkte und sich dann am helllichten Tag heimlich näherte, wobei sein Arm durch eine Schlinge stabilisiert wurde, die auch die illegale Schusswaffe verbarg. Er trat durch eine unverschlossene Tür ein und wartete, bis Rowena herauskam. Als die ahnungslose 22-jährige Rowena den Raum betrat, hob Dane seine Waffe und schoss ihr ohne Vorwarnung tödlich in den Kopf und beendete damit all ihre schönen Hoffnungen und Träume in diesem Augenblick. Die rücksichtslose Gewalttat gegen eine Frau, die ihm angeblich so am Herzen lag, war kein Verbrechen aus Leidenschaft, sondern eine bewusst geplante Hinrichtung durch einen zwanghaft kontrollierenden Missbrauchstäter. Nachdem er Rowena kaltblütig erschossen hatte, verließ Dane eilig das Haus durch die Hintertür und fuhr davon, um zu entkommen. Er hielt an, um wichtige Beweise in Teichen in der Umgebung von Wichita zu entsorgen, darunter das Magazin für die Handfeuerwaffe und Rowenas Handy, das er in einem dreisten Versuch, seine Spuren zu verwischen, an sich genommen hatte. Rowena blieb unterdessen stundenlang allein, schwer verwundet und verblutend in ihrer Wohnung zurück. Gegen 16 Uhr kam Rowenas Mutter Toran nach Hause, nachdem einer ihrer Mitarbeiter sie abgesetzt hatte. Als die Mutter das Haus betrat, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Rowena lag in einer Blutlache auf dem Boden und hatte eine verheerende Kopfwunde. In ihrer Verzweiflung rief sie den Notruf, aber es war zu spät. Rowena befand sich durch die Schussverletzung und den anschließenden Blutverlust bereits in einem sehr schlechten Zustand. Rowena hing im Wesley Medical Center fast 24 quälende Stunden lang an den lebenserhaltenden Maßnahmen, während ihre Familie wach blieb und für ein Wunder betete. Doch tragischerweise konnte der Tod nicht überlistet werden. Rowena Irani erlag schließlich am 4. Oktober im Alter von nur 22 Jahren den Verletzungen. Rochard, ihr Bruder, hatte die Ermittler sofort angewiesen, sich Dane Owens anzusehen, den labilen Ex-Freund, den seine Schwester in ihren letzten Lebenswochen zu fürchten begonnen hatte. Dane wurde schnell ausfindig gemacht und verhört.
In einem intensiven Verhör beschloss er, seine Version der Ereignisse darzulegen und zu behaupten, ihr Tod sei ein Unfall gewesen. Eine offensichtliche Lüge, die durch Beweise widerlegt wurde. Dane erzählte den Ermittlern, er sei nur deshalb zu Rowenas Haus gegangen, um von Angesicht zu Angesicht über die Wiederaufnahme ihrer beendeten Beziehung zu sprechen. In der unschuldigen Hoffnung auf einen Abschluss. Er gab zu, dass er unangemeldet und mit einer geladenen Kaliber 45 Pistole auftauchte. Dane behauptete jedoch, die Waffe sei in einer Armschlaufe versteckt gewesen und er habe Rowena damit nie ausdrücklich bedrohen oder verletzen wollen. Als er das Haus betrat, um nach ihr zu suchen, sagte Dane, Rowena habe ihn unerwartet erschreckt, als sie um die Ecke bog. Er sagte, er habe aufgrund seiner PTBS aus dem Militärdienst reflexartig zurückgezuckt und versehentlich einen Schuss in ihre Richtung abgefeuert. Gegenüber den Ermittlern behauptete, er habe mit fassungslosem Entsetzen beobachtet, wie die unbeabsichtigt abgefeuerte Kugel Rowena auf tragische Weise in den Kopf traf und sie tot auf dem Boden zusammenbrach. Darauf sei er in Panik vom Tatort geflohen und habe anschließend die Beweismittel entsorgt. Er blieb hartnäckig bei seiner Geschichte, dass es sich bei den Schüssen auf Rowena um einen unschuldigen Unfall handelte, der durch einen Kampfreflex ausgelöst wurde und nicht um einen vorsätzlichen Mord. Die Ermittler wiesen diese Geschichte zu Recht als offensichtliche Lüge zurück. Die Sicherheitsaufnahmen, sein volles Geständnis, sich mit einer geladenen Waffe an Rowena herangeschlichen zu haben, die fehlenden Beweise, die er zu vernichten versuchte und vor allem die Schusswunde im Kopf des Opfers im Stil einer Hinrichtung, all das deutete auf einen kalkulierten vorsätzlichen Mord durch einen wütenden Ex-Geliebten hin. Im November 2018 stand Dan Owens nach jahrelangen schmerzhaften Verzögerungen endlich wegen des abscheulichen Mordes an Rowena vor einem geschworenen Gericht in Wichita vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft präsentierte einen glasklaren Fall mit einer überwältigenden Menge an direkten und indirekten Beweisen, die Danes Schuld über jeden Zweifel erhaben machten. Sie zeichneten das Bild eines besitzergreifenden, kontrollierenden Missbrauchstäters, der die Frau, die ihn zurückgewiesen hatte, in seiner wahnhaften Fantasie umbrachte. Nach nur 3 Stunden Beratung befanden die Geschworenen Dane einstimmig sowohl des ersten Mordes als auch des schweren Einbruchs für schuldig, was im Kansas automatisch zu einer lebenslangen Haftstrafe führte. Dafür, dass er Rowenas schönes Leben aus verletztem Stolz heraus rücksichtslos verkürzt hatte, erhielt Dane die strenge Strafe, die er verdient. Er kann erst nach 25 Jahren auf Bewährung entlassen werden, obwohl die Möglichkeit der Freiheit nach der gezeigten Brutalität gering ist. Ja, also das war der Fall von Rowena. Was hier auch so ein bisschen bedrückend ist, ist der Punkt, das ist ja eine Einwandererfamilie, die eben aus einem muslimischen Bereich nach oder in die USA eingewandert ist. Und dort ist es ja nicht immer, aber oftmals so, dass die Frauen eben schnell heiraten sollen, Familie gründen, Kinder und so weiter. Und genau das wollte sie ja nicht und hat sie ihre Familie auch wohl unterstützt. Und deswegen war sie dann wahrscheinlich froh, in den USA zu leben. Und dort in den USA findet sie dann jemanden, der genau das mit ihr macht, was sie nicht erwartet hat. Sie unter Druck zu setzen, dass sie schnell heiraten, dass sie Familie gründen, Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und dann kontrolliert wird eben genau das, was sie nicht wollte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.